Herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Ingame-Update-Video aus Guild Wars 2. Wie ihr seht, befinde ich mich in der Silberwüste, weil letzten Dienstag kam die letzte Veröffentlichung zur Staffel 2 der Lebendigen Welt, die sich da nennt Kein Zurück. Das sehen wir auch hier in der Chronik. Staffel 2 der Lebendigen Welt, Kein Zurück. Und dort bekommt ihr einen der letzten zwei Teile für die Carapax-Rüstung, nämlich den Helm. Zu mir bei meiner Wahl die mittlere Variante. Die mittlere Rüstung. Und ihr seht, ihr könnt auch jetzt die Carapax-Rüstung vervollständigen. Dazu gibt es einen neuen Weltenboss in Guild Wars 2, nämlich auch hier in der Silberwüste. Das war den Mordrim Rankenzorn. Der befindet sich hier in dem kleinen neuen Teilstück, was hier aufgetaucht ist. Rankenzorngewirr. Dort müsst ihr gegen den Rankenzorn kämpfen. Das könnt ihr aber erst, wenn ihr das andere Event hier, die Bresche, also die fünf Mordrim Champions besiegt hat, oder gegen sie gekämpft hat, besiegen müsst. Das sind zwangsweise nicht unbedingt. Aber wäre halt vorteilhaft zwecks Banditenwaffen und alles. Und ja. Dann schaut hier hinten ein Event, das läuft folgendermaßen ab. Ihr erinnert euch vielleicht noch vor dem Angriff auf Löwenstein an diese riesige mechanische Marionette von Scarlet, was hier unten, die hier unten im Lunarpass aufgetaucht ist, wo er hier die Wege auch über die Wege aufteilen musste, immer diese Angriffe starten musstet. Und alles das läuft jetzt hier hinten so ähnlich ab. Hier habt ihr drei Wege. Dort müsst ihr NPCs verteidigen, die hier so Rankenmauern wegspringen, die beim Weg verteilt sind. Es dürfen nur maximal 15 von starten, sonst ist gescheitert. Und ihr müsst halt auf den Wegen von unten nach oben, als erst fängt der untere Weg an, dann kommt der mittlere, dann der obere, könnt ihr dann, wenn ihr die Mauern weggesprengt habt, reingehen und müsst dort gegen unterschiedliche Champions kämpfen, je nach Weg. Und wenn ihr alle drei Champions besiegt habt, ist das Event erfolgreich. Und dann könnt ihr hier rein. Hier stehen etliche Truhen, eine große und mehrere von den Banditentruhen. Und wenn ihr das Event das erste Mal erfolgreich geschafft habt, bekommt ihr durch einen Erfolg, nicht Welt gegen Welt, sondern Erfolg. Das ist folgender. Wartet, Gott suchen. Nicht täglich, Silberwüste. Das war jetzt einer von den neuen hier. Das sind ein bisschen zu viele. Jetzt sind etliche neue. Genau, hier besiegt den Mortar Mangenzorn. Dort bekommt ihr einmalig eine Kiste mit Carapax-Wams. Deshalb jetzt aber die zwei Teile: einmal den Helm durch die Story und den Wams hier einmal durch den Erfolg eigentlich. Und dann habt ihr in der großen Truhe, die nach erfolgreichem Beenden des Events dort hinten auftaucht, dort habt ihr auch nochmal die Chance, eine Truhe zu bekommen. Auch wieder mit einem Wams. Und laut verschiedenen Guide-Seiten habt ihr eine Wahrscheinlichkeit von ca. 15% hinten aus der großen Belohnungstruhe nochmal einen Wams zu bekommen. Also wenn ihr Glück habt, bekommt das gleich. Wir müssen das zwei, dreimal machen, aber mit einer guten Gruppe. Deshalb auch guckt euch im LFG an, ob es Trains gibt. Sorry Leute, da muss ich doch noch mal kurz unterbrechen, weil kein Update-Fenster im Hintergrund. Also mal kurz das Spiel minimiert. Aber wie gesagt, sucht euch in dem LFG jemanden, der euch in seine Silberwüste einlädt, wo schon viel los ist. Und dann, wenn die Gruppe eigentlich gut weiß, die Leute, die auf der Map sind, gut wissen, wie man das Event machen muss, ist es eigentlich kein Problem. Wir haben das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht und ja, ich glaube von 6 Anläufen bisher haben wir 5 erfolgreich abgeschlossen, also es ist nicht ganz so dramatisch schwer wie damals die Marionette, sag ich mal. Bei dir könnt ihr auch 2-3 Mal fehlen, bei so einem Champion-Kampf in dritter Welt immer noch die Chance. Ja gut, 3 Mal wird ein bisschen knapp, aber ja doch, wenn nicht zu viele von den NPCs vorher flöten gehen, könnt ihr auch 2-3 Mal fehlen, dann ist das kein Problem. So, und ihr seht auch halt, es gibt hier auch wieder dafür etliche neue Erfolge,
besiegt mal Trimdon geschwingt, Jim das mal Ranken zu uns, oder hier auch alles andere, aber ja. Wie gesagt, das war jetzt auch das Update hier. Die Story kein Zurück war jetzt auch der letzte Teil der lebendigen Geschichte und wie es weitergeht, weiß noch keiner so wirklich, außer die Entwickler vielleicht selbst, aber lebendige Geschichte, die Staffel 2, die ist jetzt wohl dadurch zu Ende. Weil es war, das wurde jetzt auch, als steht auch in Wiki und überall, der letzte Teil der Staffel 2. Und wer wissen will, wie es weitergeht, mache ich jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung. Die Entwickler machen am 24. Januar einen Stream auf Twitch, wo sie neuen Ingame-Content vorstellen, wie es jetzt weitergeht hier in Guild Wars, und von den paar Infos, die sie vorher verraten haben, will ich jetzt auch nicht zu viel preisgeben. Schaut euch, wie gesagt, am besten am 24. Januar den Livestream der Entwickler an. Ich werde das auf alle Fälle tun, weil ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es gibt da ja so ein paar Gerüchte mittlerweile, die im Raum schweben, aber die will ich nicht weiter kommentieren, solange wie es nur Gerüchte sind. Und ja, deshalb sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende vom Video angelangt, weil hier gibt es nicht mehr zu berichten. Wintertag ist auch vorbei, der Schnee in Götterfeld ist wieder geschmolzen. Hitzewelle hat sich da eingesetzt. Ja, auch in Guild Wars sind die Winter manchmal sehr kurz. Ja, wie gesagt, das sollte es dann gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt etwas Freude an den paar neuen Infos. Und wir hören uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen und haut rein. Ciao, ciao.